Willkommen auf meinem Kanal zurück zu einem neuen Test. Wir testen heute mal den Prolog, also Builders of Egypt, also auf Ägypten. Ja, und dein Prolog, der ist kostenlos. Ich habe keine Ahnung. Ein Bausimulator, also, ne? Oder Städtebausimulator, Indie-Game. Ist rausgekommen 2020 und ja, Enter Name. Jo. Machen jetzt einfach mal hier einen Namen rein. Brot sammeln, Export, Keramikbewohner. Eine prächtige Hauptstadt für Kemet. Der Herrscher von Oberägypten, König Nama, eroberte Unterägypten und vereinte das Königreich am Nil. Jetzt braucht das Land eine Hauptstadt. König Aha, der Nachfolger von Namer, schickt dich nach Memphis. Enibi Hidiji, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Um den Bau dieser wunderschönen Stadt, einem politischen, administrativen und religiösen Zentrum zu überwachen. Diese Stadt wird der königlichen Familie ein Zuhause geben und dank ihrer Monumentalität ihrer Macht stärken. Okay, wir können auf verschiedene Schwierigkeiten. Wir testen es ja an, deswegen gehen wir einfach mal auf leicht. Wird geladen. Der erste Ägypter. Okay. Der erste Ägypter legt der Ackerfelder vor allem für Dinkel, Gerste und Dattelpalmen an, da ihre Speisen auf Brot und Bier basierten. Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen wurden gezüchtet, aber am liebsten wurden leckere und nahrhafte Fische verschiedener Arten aus dem Nil gegessen. Die sich ständig weiterentwickelte Handwerkskunst unterstützte die Entwicklung von Landwirtschaft und Viehzucht. Dank der Ziegeleien, der so sonnengetrockneten Lehmziegel herstellten, konnten die lokale Bevölkerung ihre ersten Häuser und Werkstätten bauen. Zu den wichtigsten Bauwerken in den Anfangszeiten der Entwicklung Ägyptens konnte man auch Bäckereien und Brauereien zählen. Okay, also man kann hier noch einiges lernen über Ägypten anscheinend. Das ist gut, Fakten. Fakten finde ich gut. Fakten sind immer schön, aber das wäre ein bisschen lang gewesen. So, 3300 bevor Christus. Der ist ja von, das haben wir uns ja schon durchgelesen. Okay. Dieses kurze Tutorial beschreibt die Early Access Version und wird im Laufe des Spiels erweitert. Hier erfährst du die Grundregeln des Spiels. Klicke auf die rechten Pfeile, um fortzufahren. Okay. Das Konzept von Geld als Währung war im alten Ägypten nicht bekannt. Die Arbeit wurde mit Brot und Bier bezahlt. Brot haben wir da. Okay. Okay. Wir haben eine Straße. Wir können rauszoomen. Um es leichter zu machen, betrachte diese Rohstoffe als die Kost für den Bau von Gebäuden und den Austausch von Gütern. Ah ja, hier. Okay, weiter. Der Bau der Stadt sollte mit dem Entwurf des Wegenetzes beginnen. Wähle den Weg aus der Liste von Gebäuden und baue einen Wegabschnitt, bei dem du Gebäude bauen wirst. Denke daran, dass der erste Hauptrohstoff Wasser ist. Daher ist es empfehlenswert, eine Siedlung entlang des Flusses zu bauen. Okay. Was ist das? Verknüpfen? Ah, okay. Das möchtest du jetzt bauen, okay. Ah, okay, er will wirklich, dass wir das hier bauen. Machen wir doch mal, was er hier sagt. Kann man das eigentlich... Ah, wir können die Karte auch drehen. Oh, perfekt.
So. Häuser. Jetzt will er, dass wir Häuser bauen. Haus. Können wir die auch irgendwie drehen? Er lässt immer Platz dazwischen, finde ich auch interessant. Drücken Sie die Leertaste, um fortzufahren. Vergiss nicht, du kannst jederzeit ein Gebäude abreißen. Die Erstattung der Kosten hängt von der Schwierigkeitsgrad ab. Bitte beachte, dass der Abbruch von Gebäuden zu einem späteren Zeitpunkt schwer sein kann, da du das wirtschaftliche Gleichgewicht störst. Okay. So, zerstöre die markierte Straße. Abriss. Also ich will jetzt nicht mehr Häuser, ich will jetzt Abriss. Hallo? Ach, rechtsklick erstmal das eine weg. Okay, dann kriegen wir sogar Brot wieder. Deine Einwohner müssen vor Bränden geschützt werden. Das ist wie so eine Art. Kann das sein? Ja, warte mal. Was? Brände waren. Wo war denn das? Kultur, Amtshäuser? Da. R für Dreh. Ah, okay. Aha. Also wie so eine Art. Ach, ich weiß. Ah, guck mal, jetzt haben wir hier auch einen roten Kreis drum gehabt. Wir sehen also, welche Fläche geschützt wird. Grün. Grün ist, was geschützt wird. Okay, verstehe. Arbeiter. Okay. Gut, dann. Bitte beachte, dass nach dem Klicken auf das Symbol Reichweite der Feuerwache in der rechten unteren Ecke ein Filter erscheint, der die Reichweite der jeweiligen Gebäude anzeigt. Dieses Gebäude schützt andere Gebäude vor Feuer, aber vergiss nicht, dass die Schutzwirkung mit der Entfernung abnimmt. Es ist eine gute Idee, Feuerwache in kleinen Abständen voneinander zu bauen, um die Gebäude besser zu schützen. Okay, man wird hier wirklich ordentlich durchgeführt. Was habt ihr? Es ist ja wirklich wie, wie heißt denn Anno? Wie Anno? Wo man jetzt, ich glaube, wir brauchen jetzt Keramik, um hochzukommen oder so. Keine Ahnung. Also so sieht es für mich aus. Lassen wir uns endlich einen Blick auf die Gebäude werfen. Links auf das Haus. Hier werden Informationen über das Gebäude angezeigt. Von oben nach unten gesehen kannst du Folgendes erfahren. Aktueller Warnhinweis, der Name des Gebäudes, das Level des Gebäudes. Okay. Keine Bewohner. Bewohner. 3. Verfügbare Arbeit. Okay. Hauskapazität und Anzahl der verfügbaren Bewohner, das Katastrophenrisiko, Krankheiten, Brand, Krankheiten, Katastrophenrisiko, okay. Okay. Die erforderlichen Rohstoffe, um das Level des Hauses zu erhöhen, die gesammelten Rohstoffe und der aktuelle Zugang zu den Gebäuden. Okay. Weiter. Beachte, dass jedes Haus seine eigene Reichweite hat, die den maximalen Abstand zum Gebäude festlegt, in dem der Einwohner eingesetzt werden kann. Bei schwer zugänglichen Arbeitsplätzen wie Minen lohnt es sich, über den Bau einer Arbeitssiedlung nachzudenken, die meistens eine unabhängige Einheit ist. Ja, verstehe ich. Um das Haus zu verbessern, sollte ein Brunnen entsprechend den Anforderungen, die wir gerade gesehen haben, gebaut werden. So, ein Brunnen. Ah ja, aber wäre es nicht besser, wenn der Brunnen eher hier wäre? Wir sollen ihn ja jetzt hier hinbauen. Klar, an die Feuerwache ist logisch. Aber dann kriegt das letzte Gebäude hier nichts. Das Haus wird nun verbessert, wenn es vollständig bewohnt ist, sich an dem Weg befindet und alle Anforderungen erfüllt. Bitte vergiss nicht, dass wenn es dem Haus auf dem nächsten Level etwas von dem vorherigen Level fehlt, das Haus nach einer Weile auf das vorherige Level heruntergesetzt wird. Okay. So. Wo sehe ich denn, was ihr hier braucht, um aufgelevelt zu werden? Ist das dies hier? Das ist Zugang zu Wasser. So, jetzt gucken wir uns mal die Häuser an.
Die haben Zugang zu Wasser. Zugang zum Arzt. Okay. Verstehe. Gut. Dann können da auch mehr wohnen, oder wie? Ja, dann können da sogar mehr wohnen. Das ist auch gut. Wir haben jetzt verfügbare Arbeiter, Einwohneranzahl. Sehr schön. Weiter. Jede Stadt braucht eine strukturierte Produktion, um sich zu entwickeln. Beginne mit der Produktion der wichtigsten Rohstoffe, die zur Verbesserung der Häuser notwendig sind. Baue eine Lehmgrube an einem freien Ort, in dem du sicher gehst, dass sie sich in der Reichweite der Häuser befindet, und baue den Weg, dann den Weg. Den Weg haben wir doch schon. So, grün ist, glaube ich, die Reichweite der Häuser, die uns angezeigt wird, wenn ich das richtig verstehe. Dann eine Lehmgrube. Das Haus. Das haben wir ja schon. Dann drehen wir das und dann bumm. So, dann haben wir eine Lehmgrube. Beachte, dass jedes Gebäude erfordert, dass Mitarbeiter von ihren Häusern aus zugewiesen werden. Von ihren Häusern zugewiesen werden. Wie jetzt? Da sind doch 8 Arbeiter. Ist das ein Automatismus oder etwa nicht? Beachte, dass jedes Gebäude erfordert, dass Mitarbeiter von ihren Häusern aus zugewiesen werden. Produktionsgebäude haben eine Mindestanzahl von Arbeitern, unter der sie nicht mit der Arbeit beginnen. Und mit der Höchstzahl von Arbeit erreichen sie die Produktion von 100% der Produktivität. Stelle sicher, dass du genug Arbeiter hast. Ja. Arbeiter, ich habe noch 24 verfügbar. So. Für die Produktionsentwicklung kann es erforderlich sein, mehr als ein Gebäude im Rahmen der Produktionskette zu bauen. Du kannst Informationen über das Gebäude finden, indem du mit der linken Maustaste draufklickst. Ja, haben wir. Und du? Hier stellen wir 2 Ton her. Aufhören, herunterfahren. Uiuiuiui. Ein wenig müde bin ich. Also, es erinnert mich total an Anno. Muss ich jetzt sagen. So sehe ich hier jetzt irgendwo Rohstoff. Also, der Rohstoff ist doch bald fertig. Kann ich denn sehen, wo der hier landet? Zahl der Biere? Armee? Religion? Alles noch nicht da. Ha. Ich sehe nur nicht, wo das liegt. Aber okay, so, was hast du hier? Weil das ist ja Ton, ne? Daraus könnten wir Ziegel machen, aber das ist ja eine Lehmgrube. Okay. Die fertigen Produkte werden vom Lagerpersonal abgeholt und dort auch gelagert. Baue ein Lager in der Nähe der Produktionsgebäude. Okay. Alles klärchen. Bauen wir das so? Gesagt so, ne? So. Okay, hier wird jetzt. Wow, was flackert denn jetzt hier so? Beachte, dass das Lager keine feste Reichweite hat und Waren von anderen Ende der Karte abholen kann. Du kannst die Lagerpolitik ändern. Okay. Ja, gut. Hui. Da war ein kleiner Bug, finde ich, drin. Um eine Produktionskette zu schließen, baue eine Ziegelei. Die hergestellten Ziegel sind eines der beliebtesten und im Handel nutzbarsten Produkte. Okay, das war mir zwar fast klar, dass wir eine Ziegelei brauchen. Welche Zugänge hat? Die Ziegelei hat nur da einen Zugang. Müssen wir das. Hä? Bauen wir sie so, oder? Nee, geht nicht. Warum können wir hier keine. Wir können hier keine Ziegelei bauen. So können wir eine bauen. Verstehe ich jetzt nicht. Warum wir es vorher nicht konnten. Warum wir es nach dem Drehen nicht mehr konnten. Genau, jetzt haben wir nämlich die Produktion. Jetzt brauchen wir aber Stroh. Wir haben doch gar kein Stroh. Wo kriegen wir denn Stroh her? Einige Produktionsgebäude erfordern spezifische Bedingungen oder Standorte. Die Brunnen müssen am Fluss gebaut werden. Die Steinbrüche an den Hügeln und zum Beispiel ein Holzfäller braucht Wälder, die fehlen können, wenn man die ganze Siedlung am Fluss baut. Ja. Vergiss nicht, dass Gebäude innerhalb einer Produktionskette an dasselbe Wegenetz angeschlossen sein müssen, um die Produktion über das Lager liefern zu können. Die Wege werden hauptsächlich von Lagerarbeitern genutzt, daher ist die
Kontinuität der Wege sich sehr wichtig, wenn du deine Produktion transportieren möchtest. Okay. Die Bewohner brauchen Lebensmittel zur Verbesserung ihrer Häuser. Wie bisher müssen wir eine weitere Produktionskette schaffen. Jede spätere Aufrüstung des Gebäudes hat ihre eigenen unterschiedlichen Anforderungen. Sie können diese in der Hausinformation einsehen. Ja, hatten wir schon mal festgestellt. So, bauen Sie eine Fischerkai, um mit dem Fischen zu beginnen. Na klar, Nahrungsmittel wichtig. Okay. Haben wir. So, die produzierten Lebensmittel müssen in einem Korn... Ah, wie... Auch eine Korn... Das erinnert mich auch ein bisschen an Empire. Na, wie heißt's? Empire irgendwas. Entschuldigung. So, was will er da? Die Lebensmittel aus der Kornkammer werden über den Bazar verteilt. Wenn der Bazar mit Waren versorgt wird, liefern die Bewohner diese weiterhin in ihre Häuser. Okay, also brauchen wir einen Bazar. So. Also umfangreich ist es auf alle Fälle, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Jetzt haben wir nur 0 Arbeiter, verfügbare Arbeiter. Wo ist jetzt los? Alle, okay. Unsere Stadt. Okay. Das ist deine Gebietskarte. Hier findest du deine Stadt und alle anderen bekannten Siedlungen. Am Anfang kannst du nur mit einigen von ihnen Kontakt aufnehmen, da sich diese Situation während der Mission je nach den Folgen deiner Wahl ändert. Okay. Klicke mit der rechten Maustaste auf die ausgewählte Siedlung. Welche ausgewählte Siedlung? Meine? Unsere Stadt? Pelomothesien hier? Welche ist denn die ausgewählte Stadt? Die da? Okay, die da. So, um eine Handelsroute zu öffnen, wählen Sie Abydos. Dies ist derzeit die einzige Stadt, mit der Sie Handel treiben können. Klicken Sie, okay, Handelsroute einrichten. Kostet mich 200 Brot. Okay. Die Handelsroute wurde eröffnet. Von Zeit zu Zeit kommt ein Händler oder ein Schiff in die Stadt, um seine Waren zu tauschen. Zu Beginn jedes Jahres wird die Menge der gekauften Waren zurückgesetzt. Wenn ein Händler alle seine Waren während des Jahres umtauscht, kommt er erst im nächsten Jahr wieder an. Sie müssen zuerst festlegen, ob sie importieren, exportieren oder nichts tun wollen. Die Stadtoption blockiert die Möglichkeit, dass Imports und Exports. Um sie zu ändern, klicken Sie auf das Symbol Wirtschaft. Wirtschaft? Da. Okay, das ist unser Ton. Den können wir exportieren, weil wir Ton herstellen. Ja, und wie? Also, die Waren, die sie bereits produzieren und die sie nach Abydos exportieren können, sind Ziegel. Aha. Ändern Sie Ihre Politik. Ach, ich muss hier einfach nur draufklicken. Ah, verstehe. Aber ich hätte doch eher Ton. Weil Ziegel? Hä? Beschreibung der Mission. Brot. Ziegel, Keramik, Bewohner. Okay. Finanzen. Okay. Okodoke. So, und jetzt sollen wir anfangen, aber wir brauchen doch Stroh. Wo kriegen wir Stroh her? Farm könnten wir noch bauen. Hier ist erstmal Fisch. So. Verfügbare Arbeiter 0. Okay.
Was ist hier los? Arbeiter, wir haben nämlich nur zwei Arbeiter. Wir müssen nämlich eigentlich die Arbeiter noch hochkriegen. Meiner Meinung nach. Oder wir bauen einfach noch Häuser für Bewohner. Ich verstehe nur nicht, warum die Häuser so gebaut wurden. Ich hätte sie anders gebaut. Ich hätte sie. Also theoretisch sind sie ja von allen Seiten zugänglich. Also warum baut man jetzt ernsthaft die Gruppe da ab? Wie waren das abruppen hier, ne? So. Und ich sage. Weil es ist doch kompletter Blödsinn. So, dann kommen jetzt wieder hoffentlich ganz viele Leute angedackelt. Ah. Kann man irgendwie die Zeit beschleunigen? Das frage ich mich gerade. Okay, wir haben noch eine Nachricht. Die Siedlung hat begonnen, ja, schön. Okay. Das war's? Kann man das nicht irgendwie? So. Büsch. Ja, wir haben gerade keine Arbeiter. Tut mir leid, wir sind gerade dabei. Leute, kommen. Das dauert halt nur. Ich würde gerne. Hallo? Diese Straße abrupen. Weil ich das als unsinnig empfinde. Ich hätte sogar gesagt, wir ziehen die Straße bis dahin durch. Hallo? Ah, okay, man muss immer wieder Rechtsklick machen. Das ist ein. Na gut. Kann man. Ah, hier können wir die Zeit erhöhen. Ah, perfekt. Ja, wir müssen ja jetzt erstmal die Zeit erhöhen. Dumm, dumm, dass die Häuser. Na, dass wir mehr Bewohner haben. Wir haben jetzt so zwei Häuser mehr. Brauchen wir auch mehr Bewohner, dass wir mehr Arbeiter haben. Mehr Arbeiter bedeutet, wir können mehr arbeiten. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, guck mal. Gehen hoch. Sehr gut. So. So, damit haben wir ein paar mehr. Ah ne, damit kommen jetzt noch welche, ne? Ja. Da kommen jetzt noch ein paar. Müssen wir mal gucken, nur ob alles ausgelastet ist. Ja. Okay, wir haben drei Arbeiter übrig. Vier Arbeiter haben wir jetzt übrig. Sehr. Oh, das Haus ist hochgegangen. Warum ist das Haus hochgegangen? Okay, die Häuser gehen. Aber warum bist du denn? Okay. Warum hast du einen Zugang zu Lebensmitteln und du nicht? Du hast auch keinen Zugang. Das verstehe ich jetzt nicht. Doch, hast du jetzt auch. Ah. Okay, jetzt haben wir ein paar Arbeiter mehr. So, das ist doch schon mal gut. Wir brauchen trotzdem Stroh. Schrein. Lehmgrube. Wir können töpfern. Wasser. Da bin ich noch am Überlegen, ob wir nicht noch einen Brunnen bauen. Aber der ist rot. Okay, da müssen wir bauen. Da geht gar nicht. Lebensmittelproduktion. Nein. Wir wollen Bildung. Nein. Dekorativ? Nee, wir wollen auch keine Deko. Deko ist erstmal egal. Feuerwache. Warenlager. Kornkammer. Fischmarkt. Okay, wir könnten natürlich eine Ton bauen. Töpfer. Aber stellen wir wirklich, wir stellen noch gar keine. Also wir haben noch nur das.
Also wirklich nur Ton. Was brauchen wir für Tontöpfern? Kann man das aus Lehm machen? Wir könnten eine Farm noch bauen. Ich würde fast noch eine Farm bauen wollen, aber wo baut man eine Farm hin? Okay. Eine Farm passt nirgendwo hin. Warum passt nirgendwo eine Farm hin? Auch eine Fischteil können wir nicht noch bauen. Du bist aber voll mit Arbeitern, das ist schon mal gut. Ich würde es jetzt auch gar nicht höher machen wollen. Muss ich jetzt ehrlich so sagen. Wir haben genug Arbeiter. Das Einzige, was mich jetzt stört, ist wirklich, dass wir kein Stroh. Wo kriegen wir Stroh ran? Hier Stroh. Export. Sammeln. Aber wie können wir sa sagen, sammelt Stroh und wo? Das habe ich jetzt überhaupt noch nicht verstanden. Kann man das denn irgendwie sagen, sammelt Stroh? Nee. Ihr habt halt hier Fisch, das ist schon mal gut. Sammeln sollen sie das alles. Ja gut, das mit dem Stroh sollen sie natürlich auch sammeln. Fisch? Nein. Also Lebensmittel soll die Kornkammer sammeln, so verstehe ich das. Export. Ich kann ja von mir aus auf Export gehen. Also das verstehe ich gerade überhaupt nicht, weil wir brauchen ja ein... Um Ziegel herzustellen, brauchen wir Stroh. Aber wo kriegen wir Stroh her? Warenproduktion. Ja, geht nämlich wieder runter. Wieder hoch. Okay. Da ich nicht mal dich bauen kann. Ah, ich kann dich auch nur an spezifischen Orten bauen, okay. Halt. So. Da kommt nämlich dann der Stroh. Da kommt unser Stroh her. Haben wir dann 10 Arbeiter brauchen wir dafür ein Feld? Nee, dann ruben wir wieder 2 Felder ab. Das sind dann zu viele Felder. Sorry. Also, dann lassen wir 2 Felder. Machen wir nämlich Getreide und Stroh. 100% Arbeit. Und wir ziehen die Straße mal durch, ne? Damit der Weg etwas kürzer ist. Ist doch viel angenehmer, wenn die woanders lang marschieren können. Ja, okay, das geht hoch und runter, weil anscheinend keine kontinuierliche Versorgung da ist. Die Frage ist, von was? So, wie sieht's denn hier aus? Okay. Produktion läuft. Die gehen los. Haben wir denn jetzt schon das erste Stroh oder müssen wir jetzt noch warten? Also, das Spiel erinnert mich so eine Mischung aus Anno und Empire Earth war das, glaube ich, ne? So, jetzt liegt hier nämlich Stroh. So, jetzt haben wir hier Stroh rumliegen, 200 Stück. Und jetzt produzieren wir auch Ziegel. Okay.
Was ist, wenn wir jetzt noch eine Ton? Wir bauen jetzt noch mal eine Tonwerkstatt hier so. Ich hätte aber fast gesagt, wir drehen die einmal. So. Was braucht die? Die braucht nur Ton. 10 Arbeiter. Wir haben keine 10 Arbeiter. Das geht halt immer hoch und runter. Wir haben halt eine Mindestanzahl an Arbeitern, glaube ich. So. Da kommen ja auch wieder Leute, ne? Okay, Stroh scheint jetzt so gut. Nee, ist schon wieder leer. Da ist Stroh. Was ist das? Ah, Ziegel. Okay, jetzt haben wir immer noch. Und jetzt haben wir auch hier welche. Kann man das auf dem Bazar? Okay, wir haben Korn. Die Frage ist, kann man... Das ist jetzt hier drin. Fisch und Korn, okay. Getreide. Ah, das ist das, was die Häuser gerade haben. Ah, verstehe. Deswegen geht es hoch und runter. Deswegen... Ah, verstehe, verstehe. Hier fehlt jetzt zum Beispiel... Da fehlt... Warum bist du runtergegangen? Eigentlich gehst du wieder direkt hoch, weil du hast Getreide und... Aber wo kann ich jetzt zum Beispiel Ton? Kann ich das auch hier? Hier, Tonkrüge. Sammeln, sammeln. Ich verstehe nicht, warum die Tonkrüge hier nicht rübergehen. An den Bazar. Weil davon haben wir jetzt auch schon wieder 400. Okay. Auf jeden Fall, Produktion sind jetzt am Laufen. Das ist ganz normal. Also das System ist wie bei Anno mit ein bisschen Mischung, finde ich, von Empire Earth. Oder? Also es erinnert so ein bisschen, wahrscheinlich wegen der Grafik. Aber ja. Ich weiß auch nicht, wie lange das Spiel geht. Das ist halt eigentlich ein Prolog, was ich hier habe. Deswegen keine Ahnung, wie weit das Spiel das beachtet alles. Wir bräuchten halt, sehen wir ja eigentlich, wie viele Arbeiter wir bräuchten. Glaube nicht, ne? Eigentlich müssten wir ja handeln. Boah, dass das da immer so weiß und dann so lange dauert, das finde ich auch ein bisschen. Naja. So, hier Handel. Ziegel. Von mir aus auch Ton. Fisch geht nicht. Keramik könnte man eventuell noch exportieren. Bringt, würde auch Geld bringen, gut. Okay, ich würde das erstmal so lassen. Ah, sehen wir hier, was die Verkaufspreis, Kaufpreis. Null. Keramik wollen die gar nicht. Ziegel wollen die haben. Anscheinend. Ich glaube, das ist das, was die wollen. Die brauchen Ziegel, keine Keramik. So verstehe ich das. Brauchen die Ton? Ton kaufen sie auch. Ja. Aber ich würde eher den Ton wegmachen und eher Ziegel zum Verkaufen anbieten. Verkauft. Ah, hier sehen wir auch, was wir verkauft haben. Okay, nee, dann können wir das auch machen. Okay, cool. Wir haben schon wieder 7 Arbeiter. Wieso haben wir 7 Arbeiter? Und schon haben wir wieder 0 zur Verfügung. Okay. Gut. Dann würde ich an der Stelle sagen, wir machen hier für heute Feierabend. Klingt nach einem interessanten Spiel. Wie halt, wer Anno kennt, der wird sich hier gut zurechtfinden. Frage ist, wie tiefgründig geht dieser Prolog noch? Wow. Sieg. Wir haben gewonnen. Aha.
Und nun? Löhne wurden gezahlt. Wir haben gesiegt. Und jetzt? Ich habe keine Ahnung, aber anscheinend haben wir gesiegt. Gut. Sehen wir das hier irgendwo? Exportiert Ziegel, Keramik, Sammeln und Bewohner. Wir haben alles erfüllt. Deswegen haben wir gewonnen. Perfekt. Okay. Wir haben. So, jetzt könnten wir hier weiterspielen. Ich weiß halt nicht, wie tiefgründig das jetzt noch geht, ob das überhaupt noch tiefgründiger geht oder ob die nächste Kampagne ansteht. Wir können ja mal Ende machen. Wir gehen mal ins Hauptmenü vorher und gucken mal. Continuum-Kampagne, neue Kampagne. Okay. Anscheinend gibt es nur diese eine Kampagne. Das finde ich dann aber doof. Sandbox. Okay. Hier kann man natürlich noch mal andere Sachen spielen. Das ist auch gut. Und man kann natürlich anscheinend hier Türkis. Rot. Achso, Türkis ist. Okay. Ja, okay. Man kann hier also auch doch noch andere Prologe spielen. Das ist gut. Kann man ja mal reingucken, ob es einem gefällt oder nicht. Weil, ja, bevor man sich das kauft, ne, das Spiel, ich glaube, müsste ich gucken, ob das. Warte, wir gucken mal kurz parallel auf Steam nach. Build of Egypt. Kostet das was? Es ist kostenlos. Verfügbar bald. Also es ist noch gar nicht verfügbar laut Steam. Bin ich jetzt doof? Da steht nämlich verfügbar bald. Also ist das Spiel so noch gar nicht da. Okay, der Early Access. Es ist im Early Access und es ist, obwohl es 2020, es sind 2020 rauskam in dem Early Access. Okay, das finde ich ein bisschen krass, dass es da rauskam. Ich guck mal, ob ich es andersweitig finde. Builders of. Okay, nee, es gibt Builders of Greece. Okay, das gibt es für Griechenland, für Ägypten, für China sogar. Dann gibt es den Prolog, den wir jetzt gerade kostenlos gespielt haben. Den gibt es auch für Griechenland. Okay, das ist dann. Okay. Da kann man eine Demo spielen. Und da steht bald verfügbar. Also es ist anscheinend noch gar nicht verfügbar. Interessant. Auch nicht China und Griechenland. Merkwürdig, aber okay. Dann bin ich mal gespannt, wenn die Spiele rauskommen, ob was daraus wird. Aber gut, wir machen dann an dieser Stelle für heute Feierabend. Schon gesagt. Ich danke fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.